Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Dieser Versager, dieser Schmarotz! Wo steckt eigentlich Thomsen? Ich denke, der will sein Ritterkreuz feiern. Keine Peilung, gar nichts. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann... Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Ich denke, er will sein Ritterkreuz feiern. Was Neues von Ihrer Frau? Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Auf drei Wölfe, Augen achten! Ist klar! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Bis dein Privatgespräch erst ab 10 Uhr durch. Das schafft was weg, was? Blöde Sau. Komm, Herzchen, lass den Jungen am Leben, der Führer braucht ihn noch. Arschbacken zusammen, Eier einklemmen und den Glauben an den Führer im Blick. Die werden auch noch ruhiger. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Ist das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Peilung mit 60 Grad. Ganz schwach. Wasserbomben. Die behaken jemand. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten? Weit ab.